Guten Morgen, Freunde der analogen Unterhaltung, nachdem wir uns jetzt von einer Nacht Von einer Nacht Monopoly erholt haben. Das stimmt doch gar nicht. So schlimm war es nicht. Kommt, so schlimm war es nicht. Ich fand es lustig. Okay, sind wir wieder aufgewacht und befinden uns jetzt am 20. Dezember und öffnen erstmal froh und munter den Jetzt sind Brettspiel-Adventskalender. wir endlich am 20., nachdem ich das gestern schon gedacht hatte und völlig verwirrt war. 20. Und ich finde 20. nicht. Den finde ich auch nicht. Gibt's nicht. Siehst du? Erst dachte ich, ich müsste es aufmachen. Ah, ist doch hier Ah, unten. ja, da. Ah, okay. Ah, nochmal eine dicke Packung, aber eine dicke Nicht-Hartel-Packung. Was Aufblasbares. Nein, aber auf jeden Fall eine Pappe. Ein Block? Oh, das ist Oh, das ist cool. was für dich. Das ist wirklich cool. Das ist ein neuer Block für Penny Papers und zwar für das erste, das im Tempel von Apichabu spielt, also für das zugänglichste der Penny Papers-Reihe. Und es, ja, es ist halt einfach ein weihnachtlicher Block, wo jetzt hier auch so Geschenke drauf sind, Ja, willst du ob mal das lesen? Du kennst ja Santas die, du kennst ja. Geheimversteck, ein Weihnachtsabenteuer für Penny Paper. Also es ist natürlich, wie schon gesagt, wird mit Temple of Apichabu gespielt. Bleiben natürlich die Regeln, aber es gibt jetzt halt auch diese Geschenke. Wenn man seine Zahl auf ein Geschenk einträgt, dann wirft man am Ende des Zuges auch den Penny Papers Würfel, also den violetten Würfel. Und ist das Ergebnis größer als die Zahl der angekreuzten Sterne unten links auf dem Spielplan, darf man einen weiteren Stern ankreuzen. Also ist dann halt nochmal ein bisschen Geschenke ankreuzen, kann man hier noch ein bisschen zocken. Und sobald bei einem alle Geschenkefelder angekreuzt sind, dann endet es jetzt. Es ist halt einfach jetzt so eine weihnachtliche Temple Nett. of Apichabu Penny Papers Variante. Sehr Sehr schön, nett. sehr nett. Das gefällt mir gut. Fast ein bisschen. Soll aufpassen. Kann Soll man nicht aufpassen. gleich mit Ne? 100 Dann Leuten kann man nicht spielen. mit 100 Dann ist es spielen. schon aufgebraucht. Ja. 20! Achso, da geht es dann noch weiter. Und jetzt kommt hier die 20. Oh, hier ist ein bisschen eingerissen. Naja. Ja, der muss ja nicht mehr lang. Muss nicht mehr Ah, lang durchhalten. hier ist heute Showtime. Wir gehen ins Kino. Also in Spieleform besuchen wir ein Kino und da gilt es natürlich auf den richtigen Plätzen zu sitzen. Manche Leute wollen natürlich hier, der eine, der möchte gerne neben hübschen Damen sitzen, der andere möchte gerne nicht hinter großen Leuten sitzen. Ja, der andere, also der eine ist zum Beispiel riesengroß und gibt Minuspunkte an alle, die hinter ihm sitzen. Also es ist so ein bisschen Beastie Bar im Kino, würde ich da in einem Satz immer sagen. Also wo quasi jeder ähnliche Karten zur Verfügung hat, die aber halt im Timing betrachtet, wann spiele ich wen, wohin, eben unterschiedliche Sachen auslösen. Und man besucht da tatsächlich drei Vorführungen mit drei verschiedenen Filmgenres. Auch das ist natürlich wichtig, weil der eine will Action sehen und landet im Liebesfilm. Das ist vielleicht auch nicht ideal. Sehr zugängliches, ein bisschen chaotisches, in Natur der Sache liegendes Ding natürlich hier. Einer kommt und löst dann bei anderen Dingen Sache aus. Ja, so ein Kinobesuch. So ein bisschen so wie, genau wie Beastie Bar, Deswegen, ne? Hast ja, du schon erwähnt. Weihnachtszeit, Kinozeit, ja, ist Ja, es. ich meine, ich finde Thema Team, Kino, Entschuldigung, Kino, Kino? Thema Kino. Thema Kino. Thema Thema. Kino finde ich ein spannendes Ding, Thema weil Kino. ihr wisst ja, ne, fast könnte man ja sagen, Kino hat langsam so ein ähnliches Image wie Brettspiele. Es ist was Rückwärtsgewandtes, ne, in Zeiten von Streaming und weiß der Teufel, Home Cinema und so weiter. Sagt doch mal, wie ist denn das bei euch? Ja? Geht ihr ins Kino? Wann geht ihr ins Kino? Wie oft, was ist eure Meinung zum Thema Kino? Und also wir sind natürlich auch Kinder des Kinos, ne? Ganz Absolut. klar, ja. Bei uns Geht mehr ins Kino, Leute. in unserer Jugend war Kino irgendwie, das gehörte absolut dazu, konnte man eigentlich nicht machen. Ja, der Deutsche Ja. geht ungefähr. Wir sind aber tatsächlich echt, wir sind keine so starke Kinonation, wie wir gerne tun. Das liegt an uns allen. Geht mehr ins Kino. Der Deutsche, ich habe das mal irgendwann gelesen, wir gehen höchstens so was, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, also ist die Statistik natürlich Jahre alt, aber sowas wie 1,8 Mal, das ist Ist nicht extrem viel. wenig. Die Ist nicht viel. Franzosen gehen Ja. deutlich öfter ins Kino. Aber es ist ja noch anders. Die Im Amis zum Schnitt. Beispiel, die gehen ja dann im Sommer ins Kino. Da, wo es klimatisiert ist, im Sommer ist ja in Deutschland absolut kein Kinozeit. Da geht niemand ins Kino eigentlich. Ja. Also wenig, wenig. Ursprünglich ja, Ja. Blockbuster kam aus dem Sommer tatsächlich. Ja, Ja. ne, Das das war kommt aus der Weiße Hai, Amerika. der den Begriff groß Ja. gemacht hat. Naja, das Ja. kam aus Amerika, weil die gehen irgendwie im Sommer gerne ins klimatisierte Kino. Ich Bei gehe auch uns gerne nicht. immer ins Kino. Im Winter, im Sommer, im Regen, Genau, das spielt also keine Rolle. Thema Kino, schreibt einfach mal was dazu. Was ist da eure Meinung dazu? Geht ihr oft? Geht ihr gar nicht? Was war euer erster? Was war Ja. euer letzter? Was war euer bester? Euer Ja. schlechtester? Irgendwelche Kinoanekdoten hätten wir gerne. Genau.
Und dazu passt natürlich schon doch super dieses Spiel. Übrigens, hier gibt es diesen Bonus. Ist das eigentlich in jedem Spiel? Promo Special Guests? Ich hoffe es, aber ich glaube ja. Ich weiß es aber nicht. Tatsächlich, weil es so oben drauf geklebt ist, wahrscheinlich ist es immer drin. Ja, und da gibt es dieses schöne Spiel. Bis 24 Uhr auf YouTube kommentieren. Und das wird nicht mehr ankommen, sage ich einfach mal, vor Weihnachten. Aber ihr kriegt es natürlich dann trotzdem im neuen Jahr. Also nicht jetzt auch noch Kurzschluss kaufen vor Weihnachten, wenn ihr jetzt gewinnt. Weil ihr kriegt es ja noch später. Also, bis morgen. Macht's gut. Ciao. Tschüss.